Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen mal wieder ein Lieferando-Check. Und zwar heute bei Olivers Burger. Der Laden ist in Overath. Und ja, wir werden jetzt da mal bestellen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die Lia ist auch gespannt, weil sie glaubt nicht so richtig daran, dass das lecker ist, wenn das hier ankommt. Ja, dass wenn es so 15 Minuten die Fahrt ungefähr ist, glaube ich halt, dass der Burger vielleicht so ein bisschen durchgeweicht ist oder nicht mehr so richtig warm ist oder so. Deswegen bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. Ich finde halt so asiatische Gerichte oder sowas kann man gut bei Lieferando oder so bestellen, aber Burger habe ich jetzt auch noch nicht so oft gemacht, eher dann. Ja, wir werden auf jeden Fall das heute mal hier auschecken. Ich kriege die ganze Zeit fast Krämpfe im Fuß. Oh no. Yes, so, ich suche das Ganze mal kurz raus für euch, aber wenn du neu bist auf diesem Kanal, herzlich willkommen, mein Name ist Daniel, auf diesem Kanal gibt es eigentlich nicht mehr Fitness-Mindset Nutrition, sondern irgendwie alles und ja, auf meinem Kanal gibt es Videos auf YouTube und ja, wir suchen mal, bin jetzt hier schon auf Lieferando, bla bla bla, das, ich glaube, ich nehme die scharfe Wilma. Mal gucken, ob die wirklich scharf ist. Das geht hier nicht. Aber wenn ich das jetzt hier mache, ist ja das gleiche, was der Preis ist. Und du machst nichts dazu. Ja, weiß ich nicht. Mach doch die scharfe Wilma im Menü. Okay, ich nehme den Veggie-Burger. Ja. Ich glaube, ich habe... Mit irgendwas dazu? Ja, irgendwas werde ich schon drauf tun, weil wenn wirklich nur das Patty-Ding drauf ist, also... Okay, Leute, wir suchen mal in Ruhe aus. Sonst ist gleich die Speicherkarte voll. So, wir haben es geschafft. Erstmal ein bisschen Abfuck. Man muss halt auf über 30 Euro kommen. Und dann kommt 3 Euro Liefergebühr drauf. Ja. Das heißt jetzt 33,80 Euro haben wir bezahlt. Und ja, aber dafür habe ich viel zu essen. Das finde ich gut. Wir haben Chili Cheese Fries, Pizzabrot mit Aioli, der Wilma Burger, die scharfe Wilma und Olivers Champs Burger. Yes. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze schmeckt. Es soll jetzt 45 Minuten dauern. Das heißt, wir chillen uns jetzt einen ab. Schauen wir duschen, mal, ne? Genau, nach dem Sport jetzt, ob der schneller ist oder wirklich die 45 Minuten braucht. Der Ding, der kommt halt einfach vom Arsch der Welt. Ich glaube, der wird schon die volle Zeit brauchen. Naja, ich bin gespannt, ob das Ganze warm ankommt. Ich hoffe auch, dass es geil ist für den Preis. Ist ja schon nicht ganz ist günstig. Halt richtig, richtig neu, der Laden. Den gibt es echt noch nicht lange. Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze schmeckt und wir melden uns dann gleich mit der Bewertung. Und oh, es ist schon auf 59 Minuten gesprungen. Oh shit. Lieferzeitpunkt. Mal gucken, ob es noch vor 21 Uhr ankommt. Lieferzeitpunkt bestätigt, 59 Minuten. Ja. Okay. Was geht ab, Leute? Das Essen ist da, die Burger sehen richtig nice aus. Also nicht so zermatscht und eklig, wie man das eigentlich denkt, wenn man so Burger bestellt. Und die haben echt einen langen Weg gehabt. Die waren 10 Minuten zu früh, auch ziemlich gut. Und ich teste jetzt einen Chili Cheese Fries, weil das war easy peasy hier. Boah, das sieht aus wie dieser Cheddar Käse, ne? Ja, die Pommes sind halt so ein bisschen... bisschen matschig schon. Was ich gerade dachte, guckt euch diese, das ist ein Pizzabrötchen. Ich verstehe eigentlich was anderes darunter, aber ich finde es überkrass, dass das irgendwie 3 Euro noch was gekostet hat und das ist einfach wie so eine Pizza. Leute, die sehen richtig nice aus. Boah, deiner ist viel, guck mal, ich kann eh schon nicht essen, ne? Und dann ist meiner noch so schwierig zu essen, das wird jetzt Katastrophe. Mit richtig geilen Brötchen. So. Richtig frischen Salat. Also die Chili Cheese Fries, muss ich sagen, ich hätte mir für den Preis von 6,50 Euro gewünscht, da wäre noch Hackfleisch mit drin. Wie so richtig Chili con Carne. Deswegen kriegen die von mir leider nur eine 5 von 5. 5 von 10. 5 von 10, kriegen eine 5 von 10. Jetzt einmal den Burger beißen. Mhm. Mhm. Geil.
Ihr Füße gleich alle freund haben. Der Burger ist schon richtig nice. Also. Der schmeckt halt so übelst frisch, ne? Also kein Vergleich zu McDonald's oder Burger King oder so. Ihr seht ja, wie viel Salat da rauskommt. Ich habe übrigens drauf mit Pilzen, ich stehe ja voll auf Pilze. Und ansonsten habe ich Rucola und noch so normalen Salat, Zwiebeln, Tomate. Also, der Burger kriegt eine 7 von 10. Bei mir 8 von 10. Ja. Hammer. Aber für einen gelieferten Burger, muss man sagen, ist schon wirklich gut. Mhm. Also echt gut. Ja. Wenn man jetzt so den Lieferbonus einrechnet, würde ich sogar sagen 8 von 10. Aber Food Brothers einfach in Dortmund. Da war ich noch nie, ne? Food Brothers kenne ich noch nicht. Aber wenn so die Pizza auch ist, ne? Oh mein Gott, ich hab's nicht gegessen. Das Brot ist geil. Ja? Da gibt es ja so American Mini Pizzas oder wie heißen die? So Pfannenpizza. Kenn ich, hab ich noch nie gegessen. Kenn ich gar nicht so. Ist auch nicht so ein. Ja, auch diese Soße. Ich habe jetzt, in der Mitte habe ich jetzt nochmal krasser Soße. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. Kannst du das zuordnen? Wir sehen schon wieder. Ich weiß nicht genau, welche drin ist. Aber nice. Olivers Burger, gute Arbeit. Mhm. Echt gut. Also wenn ich Burger bestellen werde, in Zukunft, auf jeden Fall da, weil Farmburger zum Beispiel hatte mich ein bisschen enttäuscht. Habe ich auch noch nicht probiert. Aber ist halt auch teuer, ne? Ja, man muss halt mindestens 33 Euro zu zweit bezahlen. Mindestbestellwert. Oder alleine. Ja, alleine ist natürlich, dann ist man schon ordentlich, sag ich. Aber ist ein geiler Burger, auf jeden Fall. Wer in Oberrad wohnt, fahrt hin, holt ab. Geht da auch. Ja, stimmt. Könnt ihr was sparen. Nice, ey. Okay, Leute, ich hoffe, dieser kurze Lieferando-Check hat euch gefallen. Wir genießen jetzt noch unser Essen. Auf jeden Fall. Also wir haben Monatstag und wenn wir Monatstag haben, gehen wir essen oder bestellen. Abonnieren nicht vergessen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.